Ihr Lieben, ich habe mal wieder bei Faltkarten bestellt, wie ihr seht. Da kriegt man ja immer diese wunderbaren Anleitungen mit dem passenden Designpapier auch dazu. Und ich wollte euch meine neuen Schätze mal zeigen und wir werden damit auch direkt kreativ. Und zwar habe ich mir überlegt, was ganz gut zu meinen neuen Papieren passt, denn es gibt neue wunderschöne Designpapiere, die zeige ich euch gleich natürlich auch alle einmal im Detail. Und da habe ich gedacht, wir machen einfach mal so ein sommerliches Mini-Album, wo ich nachher meine ganzen Erinnerungen von diesem Sommer reinheften möchte. Ich finde, da passt das Papier perfekt. Wir starten damit auch gleich mal durch. Zum einen habe ich mir wieder mal Standard bestellt. Ich nehme ja immer die Faltkarten von Faltkarten in den A6. Das sind die, ich nehme mal eine raus, sind die ganz normalen weißen Kärtchen in einer guten Qualität. Das sind 240 Gramm und ja, die habe ich gerne einfach immer zur Hand. Die nutze ich halt für meine A6 Karten eigentlich immer als Grundkarte. Und ja, wenn ich mal eine andere Farbe will, schneide ich mir die zurecht. Aber man hat ja meistens die weißen, da durften direkt 50 von mit. Dann habe ich mal wieder ein bisschen was im Vorrat. Dann habe ich mir mitbestellt einen neuen Farbfächer. Die sammle ich ja auch von Farbkarten, damit ich alle Farben meiner Übersicht habe. Und jetzt gab es die neuen Metallic-Papiere auch in so einem Farbfächer zusammengestellt. Und ja. Ne, dann kann man immer mal schön anhalten ans Projekt, welche Farbe passt denn gerade oder nachgucken, welcher habe ich, welche fehlt mir vielleicht noch. Also da ist so ein Farbfächer nie weg und den gibt es natürlich von allen Papieren von Faltkarten. Guckt euch einfach mal in den Musterfächern um. Ich verlinke euch das natürlich auch unten. Dann kommen wir doch zu den neuen Designpapieren. Es gibt drei neue Sets, sehr sommerlich und frisch und bunt, wie ich finde. Und wir starten mal mit dem buntesten, was ich aber sehr liebe, weil es so schöne Motive sind. Wir haben hier die Designpapiere jeweils in 12x12 Inch mit einer 170er Grammatur, also schon hochwertig, aber nicht zu dick. Und ja, dieses ist jetzt das Designpapier Ibiza Party. Vorne seht ihr immer alle Motive einmal. Und ja, da gibt es einmal bunte Blätter und eher so einfarbig aquarellierte Papiere, die man halt auch ganz gut kombinieren kann. Das finde ich immer ganz cool. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch. Dann haben wir hier einmal so Kreise, die sich auch überschneiden und ineinander verlaufen. Finde ich mega, auch gerade so für Geburtstagskarten oder so. Ganz, ganz cool. Dann haben wir hier einmal ein Papier mit Gelb, Orange und Pinktönen. Ein gestreiftes Papier. Finde ich auch sehr cool. Da sind halt diese Farbverläufe einfach als Streifen mit drauf. Dann einmal so mehr ins gelblich-orange gehende. Dann mit so großen, runden, ja, wie soll man es nennen, sukkulenten Blumen. Finde ich auch cool. Einmal so ein pink verwaschener Hintergrund. Und Blumen in bunt. So ein schönes, ja, türkisgrün. Würde ich sagen, auch in diesem verwaschenen Look. Dann einmal Feder, Federreihen in verschiedenen Farben. Und einmal noch ein kräftiges pink-orange verwaschenes Design. Mag ich sehr gerne das Papier, muss ich sagen. Kommen mir auch schon direkt ein paar Ideen zu. Dann haben wir ein etwas gediegeneres Papier. Ich habe euch das alles schon mal ausgepackt. Und zwar das Tropical Flowers. Da sind auch 10 Bögen jeweils einseitig bedruckt drin in 12x12 und 170er Grammatur. Und da habt ihr halt wunderschöne Blumenmotive und auch wieder so, ja, eher einfarbige Hintergrundpapiere mit dabei.
Da haben wir einmal hier so wunderschöne große Blumen. Schaut mal, das könnte ich mir auch super für ein 6x6 Layout vorstellen, dass man das einfach hier in vier Teile teilt oder auch als Hintergrund für eine hübsche Hochzeitskarte. Ja, also mega, mega schön gestaltet. Dann haben wir hier ein Hintergrundpapier, wo wir zum einen Pinkanteil drin haben, aber hier geht es dann auch schon ins Grünliche. Finde ich auch sehr schön. Noch ein Blumenmotiv mit Orchideen und anderen Blüten und Blättern. Auch sehr, sehr schön. Ich finde es auch diesmal gut. Das letzte Blumenpapier, da waren mir die Blüten so ziemlich so klein. Ich finde, bei diesen Motiven kann man auch mal einzelne au besser ausschneiden und die als Eyecatcher auf eine Karte bringen. Finde ich auch cool. Auch hier Rosé und so ein Mintgrün und ein bisschen hellblau-grau so. Finde ich auch ganz interessant so als Hintergrund. Dann einmal hier Orchideen in relativ groß, auch hier wieder in vier teilbar. Einmal so ein ja, beige Altrosé Verlauf, finde ich auch sehr schön. Hier einmal so ein ja. Hier einmal so eher so in Streifen angelegt, aber auch das könnte ich mir in vier geteilt mal ganz gut vorstellen, weil das ist hier in der Mitte auch gespiegelt oder halt ja als lange Variante, also einfach nur einmal in der Mitte geteilt und dann in der Mitte auf ein Layout draufgesetzt oder auch nur eine Seite abgeteilt für eine DIN-Langkarte, finde ich auch mega cool. Dann hier einmal ein grün verwaschener Hintergrund. Hier nochmal die volle Blütenpracht. Sehr, sehr schön. Und hier so einen ja, strukturierten Hintergrund. Sieht so ein bisschen aus wie ja, Beton, würde ich sagen. Aber auch mit so einem Rissen drin und so kleinen Einschlüssen. Finde ich auch sehr cool. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Papier, was neu ist. Und das ist mein absolutes Lieblingspapier. Auch wieder farbenfroh, aber auch mit Blüten. Ihr wisst ja, ne, mit Blumen kann man mich ja kriegen. Nennt sich Summer Blossoms. Genau wieder 10 Bögen, 12x12, 170er Grammatur. Und da sind auch wieder bunte Papiere mit dabei, aber auch eher Hintergrundpapiere. Und ja, finde ich sehr schön. Und schaut euch dieses Papier an mit diesen pinken Blumen. Also wunder, wunder, wunderschön. Wer das gemalt hat, der ja, verdient meinen allerhöchsten Respekt. Das finde ich mega. Dann hier so ein Aquarell-Pink-Hintergrund. Hier auch wieder Aquarellblümchen. Super schön. Dann hier so eher so ja, bräunlich, ein bisschen rot. Rotbräunlich und ja, beige, gelb so, also auch irgendwie ein cooler Hintergrund, könnte ich mir sogar für Vintage vorstellen. Hat so ein bisschen so eine Struktur wie Leder, finde ich. So mit drin. Gefällt mir auch sehr gut. Und dann hier wieder richtig schön pink und ja, also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, hier dieses mittlere Motiv irgendwie auszuschneiden und auf einer Karte zu drapieren. Finde ich auch mega schön. Dann hier nochmal so eine Betonoptik wieder, aber noch ein bisschen unruhiger als bei dem anderen Designpapier. Gefällt mir auch sehr gut. Und die sind auch ein Träumchen, also Rosen oder Pfingst, ja, Rosen, Pfingstrosen zusammengemischt mit ein paar anderen Blüten, kleineren Blüten und Blättern. Ein Träumchen. Und hier wieder grün verwaschen. Und das ist der Knaller. Das ist der Knaller. Da ist im Hintergrund Aquarellblüte, trifft auf Monolein, Blüten und Blätter. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich der Hammer. Richtig schön. Und zu guter Letzt nochmal ein Hintergrundpapier, eher so in das Rot- und Altrosé gehende. Finde ich auch sehr, sehr schön. Also die Designpapiere gefallen mir wirklich mega gut dieses Mal.
Da kann ich mir auch einiges dran vorstellen, weil halt auch das Muster ein bisschen größer ist, finde ich auch für Verpackungen oder so super geeignet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann durfte noch, bevor ich euch das Große zeige, zeige ich euch noch mal ein paar Kleinigkeiten. Zum einen durfte hier dieser Nomi mit, dieser Wichtel. Zwar ist das ein Bierwichtel. Hehe. Ich mag ja sowas auch mal ganz gerne für Männerkarten, wo dann auch mal ein Bierchen mit drauf ist. Und das Coole ist, ihr habt hier halt einen Wichtel, der oben aus dem Bierchen rausguckt. Und die ganzen Wörter, Happy Beer Day, Cheers to you, have a beer on me, and don't worry, be happy, passen auch hier in das Schildchen rein. Und dann gibt es hier sogar noch einen Vatertagsspruch. There's no father quite like you. Also wirklich super schön. Dann hier noch so ein paar Sternchen, die kann man ja auch immer mal einsetzen. Nennt sich Beer Nomi von Woodware. Finde ich auch sehr cool. Und der hat auch eine richtig große, gute Größe. Ich nehme hier mal so eine Karte dazu von meinen neuen Grundkarten. Und da seht ihr, der füllt so eine Kartenfront schon ganz gut aus, ne? Also der ist richtig schön groß. Da braucht man nicht mehr viel drum rum machen. Das macht man auf eine Karte drauf, Spruch dazu, vielleicht noch ein bisschen im Hintergrund wischen und dann ist man fertig mit der Karte. Also gefällt mir super gut. Ich liebe ja sowieso Wichtel, wie ihr wisst. In allen möglichen Varianten. Ja. Dann habe ich neu entdeckt, wusste ich nicht, dass wir die schon haben. Von Stamperia Rub-Ons. Und da habe ich mir gleich zwei Varianten bestellt. Einmal hier das mit den Blümchen. Das Namen. Nee. Das ist die Nummer, aber ich verlinke euch alles auch unten. Einmal mit Blümchen. Da ist auch so eine schöne Blumenranke dabei und einzelne Blumen. Und die Rub-Ons könnt ihr ja überall draufbringen, ne? Also die könnt ihr sowohl auf Papier nutzen, wie auch auf Holz, auf Beton, auf Resin, alles, was man so an Werkstoff findet. Und ja, ich fand halt hier die Blümchen wunderschön und dann, was auch mit durfte, sind Schmetterlinge und Vögel. Also mir gefallen auch die Vögelchen hier tatsächlich total gut. Und ja, die werdet ihr auch mal in Action sehen. Hier hinten ist auch eine Anleitung drauf. Also man schneidet sich das Motiv, was man haben will, aus und legt das auf sein Werkstück und rubbelt das drauf. Ich nehme dafür meistens einfach mein Falzbein und rubbel da ordentlich drüber. Und dann kann man die Trägerfolie abziehen und hat es halt auf seinem Projekt drauf. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Sehr schön. Und dann durfte noch was Großes mit. Habe ich euch auch schon ausgepackt. Ich zeige euch erstmal die Verpackung. Ja, ich habe es ja irgendwie mit meinen mintfarbenen Werkzeugen von Weißen. Das habt ihr euch ja letztens schon mal im Video gezeigt. Das haben wir zusammen getestet. Mein süßes Baby. Das steht hier auch direkt an meinem Platz jetzt immer. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt habe ich mir zu guter Letzt nochmal das Score Easy Scoring Board bestellt. Also ein Falzbrett und zwar mit Zentimetern. Ne, bisher habe ich ja immer mit diesem Mini-Falzbrett von Action gearbeitet, was halt eher auf Inch ausgelegt ist und was ja mini-klein ist im Vergleich. Ich zeige euch gleich mal, wie groß das hier ist. Das ist halt wirklich 12x12 Inch groß, sprich 30,5x30,5. Und da ist auch noch Zubehör mit dabei, und zwar ein Falzbein ist mit dabei und hier so eine Anlegeschablone, mit der man eben Umschläge und auch so ja Umschlagsboxen machen kann. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich zeige es euch mal in echt. So groß ist das. Also ich kriege es hier gar nicht so richtig ins Bild rein, aber ihr seht hier, sind verschiedene Falzlinien eingezeichnet und zwar immer in 0,5er Schritten normalerweise. Und dann haben sie noch was Besonderes bedacht und zwar einmal bei 10,5, das was man ja oft auch zum Kartenfalzen braucht, haben wir ein Herzchen stehen, damit wir da direkt die richtige Falzlinie finden. Dann haben wir hier nochmal bei 14,8
oder 8,5 ein Sternchen. Da kann ich halt wirklich Dinner 4 auf Dinner 5 halten, beziehungsweise wenn ich in Dinner 6 eine Hochkantkarte haben will, nehme ich auch hier die Sternchen-Variante. Und dann habe ich hier zwei Smileys, die sind für Gatefold-Karten. Und hier nochmal in der Mitte 15,24 cm. Das ist halt, um 12x12-Inch Papiere mittig zu falten. Ne? Hier ist nochmal so ein Pfeil. Der hat auf sich, dass man da das hinten versteckte Extra-Zubehör mit anbringt. Damit kann man eben hier die Umschläge oder Umschlagsboxen machen und auch das Falzbein ist hier mit drin. Und ich glaube, jetzt habe ich fast alle Werkzeuge in dieser Farbe. Da bin ich irgendwie ein kleiner Monk. Der Monk in mir brauchte eben diese Werkzeuge alle. Ich habe ja auch dann noch die Guillotine in Mint von Weißen. Die macht auch echt einen guten Dienst. So, jetzt scheint die Sonne hier so rein. Ich hoffe, es stört nicht. Naja, auf jeden Fall ist hier ja so eine Ecke eingezeichnet, so ein Dreieck. Und da bringe ich eben auch mein Envelope, ja, Umschlagsgestalter mit rein und kann dann hier eben die passenden Linien an meinem Papier ziehen. Das zeige ich vielleicht nochmal in einem extra Video. Dann machen wir vielleicht nochmal eine kleine Verpackung auch für das Mini-Album, was wir heute werkeln. Aller dieser Variante. Und das können wir auch nochmal machen. Genau. Ihr habt natürlich auch wie immer eine super Anleitung mit dabei. So. Wo das alles nochmal beschrieben wird. Also hier seht ihr, wie ihr diese Umschlagsboxen machen könnt. Hier seht ihr das gleiche für Umschläge. Dann haben wir hier nochmal für so zusammensteckbare Boxen eine Anleitung. Hier werden nochmal die Symbole hier oben alle erklärt. Also das habe ich mir jetzt alles nicht ausgedacht, sondern vorher nachgelesen für euch. Und hier ist noch so ein kleines Projekt, eine 3D-Surprise-Box, also so eine Überraschungsbox, die man damit auch gestalten kann. Genau. Also eine ganz gute Anleitung, finde ich, und wir werden damit auch gleich werkeln. Für das Mini-Album brauchen wir genau eine Seite von dem Designpapier. Da habe ich mir jetzt diese hier ausgesucht und die werden wir uns jetzt zurechtschneiden und falzen. Und dann werden wir nur aus dieser Seite ein ganzes kleines Mini-Album falten und zusammenkleben und das Ganze natürlich auch noch von außen verschönern. Joa, als erstes müssen wir uns da ein kleines Stückchen abschneiden. Wenn ihr in Inch bleibt, also ich will in Zentimetern arbeiten, deswegen schneide ich mir hier einen Streifen ab. Das ist übrigens meine Guillotine von Weißen, auch in Mint. Und dies eben auch für 30,5 x 30,5 bzw. 12 Inch x 12 Inch Papiere ausgelegt. Und ich möchte jetzt mein Papier auf 30 x 30 bringen. Also ihr braucht ein quadratisches Papier. Wenn ihr in Inch arbeitet, könnt ihr das auch bei 30,5 belassen. So, einmal. Und an der anderen Seite machen wir auch ein kleines Stückchen ab. Zweimal. So, dann haben wir nämlich 30 x 30 und das müssen wir uns jetzt einmal falzen. Dafür nehme ich mir jetzt mein Score Easy und wir müssen es so falzen, dass wir 4 Teile kriegen. Also in dem Fall jetzt jeweils bei in 7,5er Schritten. Also einmal bei 7,5. Jetzt nehme ich auch mal extra das Falzbein, was dabei war, und teste das mal. Ja, sieht gut aus. 7,5. Dann 15. Da müssen wir uns das gleich markieren und so anlegen. Dann gehe ich einfach mal weiter auf 22,5. Und das nächste wäre ja dann die 30. Und wenn ihr jetzt keine passende Linie hier drin habt, macht es einfach so,
Nehmt euch ein Geodreieck oder ein Lineal und zeichnet euch 15 cm einmal an. Einmal hier. Die 15 ist nämlich zugunsten der anderen Markierung weggefallen. Jetzt lege ich mir das da, wo ich meine Bleistiftmarkierung gemacht habe. Seht ihr jetzt nicht so gut. Einfach in irgendeine Rille an. Also hier jetzt zum Beispiel bei 17,5. Das ist total egal wo. Und dann ziehe ich mir da meine Linie nochmal einmal nach. Und dann drehe ich mir das Ganze und lege es wieder ganz in die Ecke an und gehe wieder meine 7,5 Schritte. Also bei 7,5, bei 15 machen wir gleich und bei 22,5. Und bei 15 zeichne ich es mir nochmal an. Und lege ich mir das in eine Rille an und falze es mir einmal. So. Dann muss ich mir erstmal alles einmal nachfalten. Und zwar achte ich beim Falten darauf, dass ich genau wirklich mittig bin. Also wenn ihr euch jetzt ein bisschen verfalzt habt oder so, dann könnt ihr hier nochmal korrigieren. Ich schaue halt wirklich, dass ich hier richtig bündig oben ankomme. So könnt ihr es übrigens auch ohne Falzbrett machen. Und dann falze ich mir hier die Kante einmal schön nach. Oder ja, falze ich mir die Kante schön nach. Und dann gehe ich diese Linien nach. Auch da kann ich halt gucken, dass ich richtig gerade bin, indem ich die wieder hier hochdrücke und gucke, passt das? Ja, das passt gut. Wirklich schauen, dass du richtig, richtig bündig bist. Und dann kann man auch noch mal so ein bisschen korrigieren. So, und auf der anderen Seite auch. Denn je genauer ihr jetzt arbeitet, desto schöner wird nachher das Ergebnis. So. Und dann falte ich mir die Falzen auch nochmal in die andere Richtung nach. Dann ist das für mich nachher einfacher. So. Und das gleiche mache ich jetzt mit den anderen Falzen auch nochmal. Alles ist einmal durchgefalzt. Jetzt brauche ich einmal mein Schneidebrett. Ihr könnt das aber auch mit einer Schere machen. Ich kann nicht gerade schneiden, deswegen brauche ich mein Schneidbrett. Und da lege ich jetzt einmal diese Falzlinie an und schneide von oben nach unten und lasse aber hier unten eins stehen. Das mache ich an der anderen Seite genauso, also von oben drei Kästchen runter und lasse eins stehen, also bis hier. Und dann einmal entgegengesetzt in der Mitte von unten nach oben drei Kästchen und das auch wieder stehen lassen. Dann sieht das Ganze jetzt so aus, also wie so ein M wegen meiner. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zu falten. Und zwar fangen wir an der unteren linken Ecke an, wenn hier diese Schlitze, die nach unten gucken, euch angucken. Die falten wir einmal nach oben. Dann falten wir entgegengesetzt nach unten, wieder nach oben. Und dann geht es hier um die Ecke genauso weiter. Hier haben wir hochgefalzt. Gefaltet, jetzt wieder nach unten, hoch, runter, hoch,
runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und wieder hoch. Und dann habt ihr hier so ein kleines Booklet, wo ihr zum einen die Vorder- und Rückseite weiß habt. Das ist aber nicht schlimm, weil die bekleben wir gleich eh noch. Und dann habt ihr hier jeweils eine Seite und hier zwischen könnt ihr Taschen machen. Das werden wir gleich auch zusammen machen. Und dann könnt ihr das so richtig schön durchblättern. Die hintere Seite ist wieder weiß. Ich würde euch für dieses Mini-Album kein Papier empfehlen, was eine Richtung hat, weil ihr halt durch dieses Zickzack die Richtung auch mal wechselt. Sieht dann irgendwie komisch aus, also sucht euch da am besten Papier aus, was jetzt nicht ganz so eine Richtung vorgegeben hat, sonst wird schwierig. Ich drücke mir das hier nochmal einmal richtig schön an, alle Falzen. Und dann können wir mit dem Kleben beginnen. So, jetzt ist das Werkstück kleiner. Ich habe euch auch mal ein bisschen näher rangeholt. Und zwar die erste Seite bleibt, wie sie ist. Und dann haben wir ja unsere Tasche. Die möchte ich jetzt, dass die sich nach oben öffnet. Und dann gebe ich unten und an der offenen Seite, also unten und hier, Klebe an, weil diese Seite ist ja schon geschlossen. Da gebe ich Kleber drauf, auch nur einen ganz dünnen, schmalen Streifen. Ihr könntet natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen, aber ich finde, mit dem Flüssigkleber wird es halt einfach dünner. Und dann habt ihr hier oben schon so eine Tasche fertig. Dann habt ihr wieder eine Seite und jetzt geht das nach oben auf. Jetzt möchte ich, dass die Tasche quasi hier zur Seite rausguckt, weil oben ist ja schon zu. Und da gehe ich jetzt an den anderen offenen Seiten quasi wieder entlang. Einmal links, einmal unten und das Ganze wieder zusammen. Dann habe ich meine nächste Tasche fertig, die sich halt nach hier hin öffnet. Und so gehe ich jetzt das ganze Buch einmal durch. Guck, wo ich die Taschen haben möchte. Hier wieder nach oben. Ich möchte die nur nach oben und zur Seite haben. Also mache ich jeweils zu den offenen Seiten zu und habe die nächste Tasche. So, jetzt habe ich mir alle Taschen reingeklebt und jetzt werde ich mir noch Ausziehlaschen für die Tags stanzen. Dafür nehme ich hier so einen einfachen Kreisstanzer. Der hat jetzt 1,6 cm. Aber da könnt ihr halt nehmen, was ihr da habt. Da geht auch ein 1-Inch-Stanzer oder wie auch immer. Und überall da, wo ich jetzt die offenen Seiten habe, also hier in dem Fall zum Beispiel oben, gehe ich möglichst mittig rein und schneide mir so einen Halbkreis aus. Ich gucke immer, damit ich einigermaßen mittig bin, wie sind die Abstände von diesen beiden Seiten. Und dann stanze ich mir das einfach aus. Und kann mir die nächste Seite, ne, die schließt zur Seite hin. Dann machen wir uns das da auch einmal mittig. Also ihr könnt es natürlich auch abmessen und einzeichnen, aber ja, kann man machen, muss man nicht, ne? Hier ist wieder oben. Ich nehme das immer falsch herum, weil dann könnt ihr wirklich sehen, wo der stanzt. Wenn ihr so zwei Seiten habt, wo das in die gleiche Richtung geht, könnt ihr natürlich auch den wieder anlegen und das schön übereinander liegend machen. Die nächste Seite auch wieder. Dann haben wir unser Büchlein schon fertig. Das werden wir uns jetzt von außen nochmal verschönern. Und dafür nehme ich auch wieder was von dem Designpapier. Schauen wir mal einmal. Die beiden nehme ich. Einmal das grüne einfarbige und das pinke einfarbige aus dem Designpapier. Und jetzt habt ihr natürlich eine Größe, nach Adam Riese, von 7,5 x 7,5.
Und ich schneide mir jetzt die Außenseiten ein Tick größer auf 7,7 x 7,7. Und dann brauchen wir noch einen Buchrücken sozusagen. Da bin ich gerade am Überlegen, wie breit der sein soll. Ja. 2. Sagen wir mal 5 cm Breite. Und dann auch 7,7 in der Länge. So. Die Stücke brauche ich für außen. Und da klebe ich mir jetzt einfach vorne und hinten diese Quadrate einmal auf. So. Und jetzt kommt der Buchrücken. Ihr könnt das ja jetzt hier so richtig schön aufklappen, weil die noch nicht zusammenschlagen. Und wenn das tut, kann ich das jetzt so ein bisschen korrigieren. So. Und das möchte ich, dass es so bleibt. Und damit es so bleibt, machen wir jetzt hier nichts Festes dran, weil dann würden die ja direkt da dran schlagen und ihr könnt es fast gar nicht mehr öffnen. Sondern wir legen das hier ungefähr mittig einmal auf. So. Und mir fällt ein, ich möchte es auch noch einmal kurz verschönern. Ich hatte mir nämlich noch diese Rahmenstanzen oder Randstanzen von Lawn Fawn rausgesucht, um das Ganze noch mal einmal ein bisschen schöner zu machen. Da nehme ich mir jetzt hier diese ganz schmale und jage mir das hier einmal durch meinen Mini. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen, ja, was Interessantes mit dabei gemacht. Ne? Und das lege ich mir jetzt hier einfach, wie gesagt, schön mittig drum. So. Und gebe mir da einfach auch hier auf die Kante einmal. Von vorne und von hinten was drauf. Und dann drücke ich das erstmal einmal fest, so dass es hier oben und unten schön bündig ist. Und dann gehe ich nochmal hier vorne drunter und mache hier auch eine kleine Klebelinie. Und das soll wohl halten. Einmal schön festdrücken. Und hinten mache ich das genauso. Da gehe ich auch einfach hier mit meiner Spitze einmal hinter und fixiere mir das nochmal. Und ja, jetzt schneide ich mir noch ein paar Tags zusammen. Wir gucken, wie viel wir brauchen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tags, die wir unterbringen können. Ich habe mir jetzt Stücke zugeschnitten in 6,8 x 6,8. Ich hatte es mit 7 x 7 probiert, aber da hat es mir zu sehr gehakelt, deswegen halt ein bisschen kürzer. Ist aber auch nicht tragisch. Und dann habe ich mir aus dem gleichen pinken Papier, was wir für den Buchrücken gebraucht haben, Streifen zugeschnitten, 1,5 x 6 cm. Und die knicke ich mir jetzt einmal zusammen und mache mir daraus einen Wimpel.
einmal in der Mitte knicken. Dann runde ich mir die unteren Seiten, also da, wo es offen ist, einmal mit einem Eckenabrunder ab und klebe mir das Ganze auf. Dafür gebe ich mir den Kleber einmal über die gesamte Fläche, aber nicht so viel. Und bringe das dann an einer Seite einigermaßen mittig an. Drücke es mir fest. Und dann habe ich mir persönlich noch Fähnchen reingeschnitten. Muss nicht, kann man machen. Dafür schneide ich mir einfach hier in der Mitte einmal ein und gehe dann von den Ecken jeweils bis zu dem Mittelpunkt runter. So. Und das passt dann auch wunderbar in unser Büchchen. Ich habe jetzt hier noch eine Lasche frei. Da stecke ich das Ganze einmal rein. Und da kann ich es reinziehen, rausziehen. Und das habe ich jetzt halt für alle Kläppchen gemacht. Ich habe auch dieses grünliche Papier auch genommen, damit es nicht so ganz pink ist. Das kann man halt machen, wie es einem gefällt. Man kann auch einen Faden nehmen oder ein Band. Da hatte ich jetzt aber kein passendes Pinkes da. Von daher habe ich so gemacht. Und die Klappe vorne habe ich auch noch ein bisschen dekoriert. Da habe ich mir zum einen auch aus dem Pinken wiederum ein Sweet ausgestanzt. Das war in so einem, ich kann euch das Stanzenset mal zeigen, von Echo Park war das damals. Da war so ein Babywagen dabei und eben Sweet Baby. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wenn ja, verlinke ich es euch unten. Und dann habe ich mir mit meinem Word Punch Board Summer hier einmal eingestanzt. Das Papier ist aus diesem Set hier. Und zwar dieses. Die Blume habe ich aus diesem Papier ausgestanzt. Und die kommt aus diesem Set. Das habe ich euch auch schon mal im Video gezeigt. Da habe ich mir zum einen hier diese Blume ausgestanzt in Gelb. In diesem gleichen Ton wie das Summer habe ich mir diese Blüten ausgestanzt. Und die Blätter hatte ich ehrlich gesagt noch drin. Das dürfte dunkelgrün sein und Kraftgrün. Und hier habe ich dunkelgrün mit so ein bisschen, ja, Metallic Spray irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Die waren in der Packung noch drin. Ich tue ja immer meine Reste mit in die Stanzenverpackung mit rein. Dann habe ich alles zusammen. Und dann habe ich mir noch hier ein paar Pailletten aufgeklebt. Das sind diese hier von Picket Fan Studios. Die heißen Iridescent Moonshine. Und die finde ich halt so toll, weil die halt wirklich irisierend glitzern in allen Farbvarianten. Und sie nehmen halt die Farbe vom Untergrund mit auf, sodass die eigentlich auf jedes Projekt mit drauf passen. Oder auch als Shaker-Elemente wunderbar aussehen. Zum Beispiel auch für Weihnachtskarten, ne? So ein bisschen Schnee oder so. Finde ich die super, also so ein Allrounder wirklich. Da lohnt es sich mal ein bisschen mehr auszugeben für Pailletten. Und ja, dann ist mein Büchlein soweit fertig. Das werde ich jetzt über den Sommer füllen mit kleinen Andenken, kleinen Fotos. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut und sage, bleibt gesund und kreativ. Tschüssi!